Hallo und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Und wir sind bei Kolonie 5 angekommen. Und the flame clock. It's still glowing. Aber nur wenig. Oh no. Almost empty. There really can't be a lot of soldiers left. You dolt. Was hat die denn für eine geile Waffe? I wish I'd known you were paying a visit. I'd have found a much more practical use for this thing. Your ex? Been a while, hasn't it, friends? And this is... well, he's just some underling, so I don't actually care. Anyway, I count myself lucky. I mean, you popping up while we render judgment. A judgment, is it? Oh! Did they actually work it out? Work it out? Oh, what? You didn't? Way to get my hopes up. I thought you came because you worked out what's going on with the colony ranks. With the ranks? Yes, the ranks. You've been so desperate to raise them. Just for a bit of comfort, you snatched away the lives of your enemies. Are you gonna get to your point? Come on! Oh! Are you some kind of idiot? I mean, I've laid it all out for you. Just think a minute, it'll come to you. Snuff off! Ah. I'll make it so you dopes can understand. Are you ready? Taking notes? It was us who made up all the colony ranks. Good old Mobius. What? First, we have the lowly dirt. Then there's tin. Tins go up to copper. Then you get iron. After that comes steel. Then you get the badass silver. And finally, you've hit the top, gold. You've been falling over each other, trying to kill each other day by day. But why? What did you even make the ranks for? Because, what else is gonna motivate you, eh? What? You humans, you need some kind of goal in your little lives. You want to give your blades an upgrade? You want to eat some nice food? Or you want to live longer? You evil! All we did was give you those goals. And while you're trying to rise up, your life force grows brighter! So shiny! Isn't it wonderful? But then, once you've reached the top, there's nowhere to go but down. And that's no good, is it? Then it's harvest time! One last gasp of defiance! Then we take what's stored up at your life's end. So then, you're saying the gold rank's nothing but a sham? I just told you, it's to motivate you. Oh yeah, you motivated us real good. You forced us to fight without ever knowing the truth. Huh? You've done a good job tearing the place up yourselves. No
Nobody's ever forced you to do anything. You guys, you like a spot of murder as much as anyone. There's nothing to like about it. How could anyone like it? We live in fear, knowing nothing but fighting. We wanted to reach gold so we wouldn't have to fight. But you took even that from us. Because you're idiots, surely. Just think about it real hard for 1 second. Who gave up the right to think for themselves? You did. What a load of crap! You're the ones who never left us any room to think about our actions. You haven't got 2 neurons in your heads. All you have are the things we gave you. And you have the gall to complain? Asshole! You ain't getting away with this! How can our lives mean so snuffing little to you? Uni! She just goading Uni to make feathers ruffled. Keep her frosty. But she's... False. She's scared of Ouroboros. She want mistake-making so she can give Friend the finisher. You think she's scared? You. Smart cookie, aren't you? I was told Nappon aren't supposed to interfere. Maybe they were wrong. Well, whatever. It messes up my plans just a little. But I think it's about harvest time. I'll take... Also, du hast auf jeden Fall eine absolut geile Waffe. Also diese Sense ist ja mal mega geil. Das ist ja eine richtig geile Weapon. Was? Schlaf? Wie, was? Schlaf? Ich schlafe. Ich will nicht schlafen. Was ist das eigentlich für einer? Mobius L. Mobius L. Komm, ich will Rang 3 erreichen. Da ist es. Der Damage ist so krass. Ursprungsklinge. Uhuhu, 100k. Oh, die eine habe ich schon down gemacht? Ach, der lebt noch? So. Tyon, ich will mit dir kämpfen. So, Synchro-Stufe 2 haben wir. Na ja, komm, Explosion. Wir gehen auf Explosions. Boah, 43k macht das. Alter, wie viel Damage er macht. Destroyed. I think you're starting to get the hang of this. Killing Mobius and all. Cheers for the compliment, but I'll tell you one thing. I ain't doing this because I like it. I'm just doing this to survive. You don't change. You're still just a grunt. You're desperate to kill just because you're afraid of dying. That's where you're wrong. This isn't just for me anymore. A lot of people's hopes are riding on this. So now, I ain't afraid. I'll carry these hopes as far as I can, until we've made the world how it should be. Oh? Well said.
How far can you take this? Guess I'll wait and see. Oh, look! Just can't wait to escape, can you? Well, of course. I'm a busy girl, after all. Can't spend all my time playing with you. Bye-bye! What's it all been for, eh? All of our fighting. We struggle on and on. But at the end of the day, it never ends. As long as we live, all we can do is fight on. That's not going to change. You saying there's no escape? Depends how you look at it. Sourcing ingredients and growing crops. You'd call doing those things a struggle, wouldn't you? You say some weird stuff. Fight, struggle, they're just words. And what's important is not the words, it's what you do. In it, what's inside's the most important thing. You know, I think I'm starting to get it. I've got you, Ethel, and all the others to thank for it. So, you're not afraid anymore, then? We're the same as everyone else. We're not perfect. Even now, we still feel fear from moment to moment. And still, you'll go on. Yeah. We want to make sure we'll walk the path we want to, just like Ethel once did. No matter where it goes, right? Nice. Nebenbehandlung Juni. Grenze für Klasse erweitert. Ach, was? Ach, so funktioniert das. Ah ja, stimmt. Macht ja irgendwo Sinn. Stimmt. Das macht ja so super viel Sinn sogar. Was habe ich da gerade gelesen? Ich hab doch gerade was gelesen. Wait. Erstmal muss ich die Klassen gucken. Hast du eine neue Klasse, die du holen kannst? Tyon. Weil du bist ja eh so ein bisschen Schmu dran. Du hast keine neue Klasse. Ja, ich habe auch keinen Healer leider, den ich ihm geben könnte. Aber er taugt ja sowieso nichts als Healer. Haben wir irgendjemanden anderen, der noch, nee. 4. Ich hab leider nix. Ach stimmt, er kann ja jetzt theoretisch Level 20 mit der werden, ne? Ja, stimmt. Da kann er die Klasse ja behalten. Passt ja eigentlich ganz gut. Ja, okay. Technik. Ach, hier ist bestimmt wieder irgendwas Neues. Weil du hast die Breitseite aktiviert. Ist das nicht ein bisschen schmut, das Ding? Okay, wait. Wir haben 4er, 9er und 7er. So, der 9er ist schon mal Schmutz hier. Hier sind 7er, macht aber Zielzwang, das ist Schmutz. Heftige Hiebe. Ja, das ist mega geil, Alter. Und hier kannst du den großen Wurf hinpacken. Der Rest ist eher so schmu. Reichtechnik senkt dafür aber die Crit-Rate. Würde ich mal rauslassen. So ist doch viel besser. Wo waren denn eben gerade? Ich habe doch Talente hier gesehen. Genau. Was bist du? Äther? Crit-Rate brauchst du überhaupt nicht. Blitzschneller Konter? Keine Ahnung. Wird die Crit-Rate von Autoangriffen? Hä? Um 100%? Reduziert erlittenen Schaden. Also bei ausgewichenen Angriffen? Keine Ahnung, was ich hier holen soll. Guck mal die Autoangriffe, keine Ahnung.
Nee, ich habe da gerade was in Synchronisation gesehen, glaube ich. Ist es jetzt möglich, dass Juni... Ja, tatsächlich. Das zweite Seelenband ist frei. 199 SP hast du. Oh, damit können wir eine neue Fähigkeit freischalten, oder? 230, 150. Für Gegnern in der Nähe jede Sekunde 100% der Arsch. Okay. Erlitten im Schaden, Chance auf Heilung. Oh, das ist auch geil. Für den Ultra-Heal. Ja, besser geht's nicht, ne? Einfach auf Heal gehen. Sie hat nur noch drei Sachen, oder? Vier. Okay, fünf. Hier, der auch noch, der noch, der noch. Hier oben ist noch eine Fähigkeit. Ja, okay, dauert noch ein bisschen. Aber ich kann mir jetzt eine zweite Seelendings holen. Das haben wir schon. Geschick, Kritrate, Prozentpunkte, Hitzeausgleich über Zeit. Ja, könnte man nehmen. Angriffskraft um 20%. Lol. Noch mehr Damage. Ja, ja, 45% mehr Damage. Was? Okay. Kritrate. Man kann auch Talente. Reduziert bei allen Gegnern die Resistenz gegen Schwächungen. Mehr Gegnerschwächungen aktiv sind. Die Dauer aller Gegnerschwächungen. 5%ige Chance. Aha. Ja. Technikanschluss. Ja, Full Damage, ne? Wie viel Damage hast du jetzt? 1400. Alles klar. Okay, jetzt muss ich aber gucken, ob die 25% besser sind als die 75 hier. You might want to use this. Ja, okay, die 25% sind definitiv besser. You might want to use this. Ne? Mehr Damage ist gut. Aber teilen kann es nicht, ne? Nee. Okay, das heißt, jeder kriegt noch... Okay. Aber erstmal den Seelenbaum weiter gucken. Hier runter will ich, ne? Ja, 150. Lance hat 244, das ist super nice. Das heißt, die können wir jetzt mal machen. Und danach die andere sogar. Perfekt. Blockrate, yeah. Check out the sick new skill. 259 Points. Hierhin wollen wir, ne? Vergängliche Form. Kritrate um 15%. Genau das. Oh, wait. Was ist das hier? Gegnerisches Aufladen zurückzusetzen. Nö. Nice. Juni hat schon. Du, 194. 190. Das würde passen. Oder für 80 beide Technik-Dinger. Beide Hitze-Dinger. Sehr gut. Mehr Hitze. Jaguar-Kralle. Schnäppchenjäger. Wait, Noah hat noch nicht. 219 hatte er. Ich will hier unten rein, ne? 235. Es fehlt einer für den hier. Ein scheiß Point. Ja, selbst den Technikanschluss. Das wäre geil für ihn, aber das hier ist das, was er, warum er Damage macht. Diese Fähigkeit. Die müsste Mio eigentlich auch bekommen in ihren zweiten Sockel. Als Talent. Dieses Talent. Je größer die Hitzeleiste, desto mehr Damage. Das ist super important eigentlich. Ja, geil. Das war eine fucking nice Mission. Aber wir gehen jetzt noch nach Kolonie 5 natürlich. Weil wir haben den Ort natürlich jetzt nicht entdeckt. Also nicht richtig. Da hinten ist noch ein Container, ja. Lassen wir jetzt erstmal. Aber ich muss halt jetzt den ganzen Weg wieder durch die Höhle laufen, damit wir an den Ort kommen. Aber das bedeutet auch, dass diese Harmonie, die wir da gesammelt haben, die bringt uns ja gar nichts dann. Also, selbst wenn wir die ja jetzt befreien, leben ja nur noch die vier wahrscheinlich, die vier Typen. Wo sind die denn eigentlich hin? Also. Yes, Juni's the boss. Eigentlich möchte ich bei ihr auch so schnell wie möglich wieder Demolition holen. Ach, Demolition. Die Fähigkeit. Wie heißt sie denn nochmal? Hier, Grace. Fähigkeit. Klasse.
Dings. Können wir den Frontkämpfer leveln? Der ist jetzt nicht so... Sie ist Rang 8, ja, den können wir leveln. Dann würde ich bei ihr tatsächlich die Klasse leveln einfach. Ja, let's go, Rang 10. Und dann kannst... Verlorenen Vorhut ist bei ihr auf S-Rang. Oh. Rang S ist natürlich geil, aber der ist natürlich auch nice, ne? Mein Titan-Jaguar. Vor allem hat keiner den freigeschaltet. Keiner hat den freigeschaltet, deswegen hole ich den lieber. Verlorenen Vorhut. Wäre auch nice. Miamschmied, hast du noch irgendwas freigeschaltet? Seelenkontrolleur? Ach so. Okay. Ja, aber ich bleib jetzt erstmal beim Miamschmied dann, ne? Du hast auch noch den Kriegsheiler auf Rang A. Dann wird Mio jetzt mal Healer. Mega geil. Sie ist Titanjauger, ne? Ja. Dann wird sie Kriegsheiler. Dann habe ich wieder einen Healer. Noah bleibt erstmal mächtige Wache. Hast du noch irgendwas freigeschaltet? Nee. Titanjaguar wäre auch... Kampfkünstler wäre was für ihn. Stimmt, wer hat den Kampfkünstler? Ach, sie. Ja, stimmt. Seelenkontrolle hast du... Ihn will ich unbedingt mit Bannerträger wieder weiter leveln. Weil Bannerträger ist richtig geil mit den ganzen Buffs. Ich habe nichts, was hier bei ihm noch gelevelt werden könnte. Heilschütze, ja, keine Ahnung. Sie hat echt viele Klassen, die ihr passen. Und sie auch. Warum die hier? Ne, die ist doch nichts für sie. Noah. Auch nicht so viel wirklich, ne? Ja, okay. Ne, dann wird sie jetzt erstmal angepasst. Das tut mir leid, aber das... Obwohl? Oh, es kann sein, dass das alles schon in Ordnung ist. Heilschuss, keine Ahnung. Optimal aufladen. Abwehr. Ich hätte lieber, glaube ich, das hier, ne? Schwächungsschutz. Verzögerte Heilung. Ist eigentlich gar nicht so scheiße. 30 Sekunden braucht es aber. Ich bleibe jetzt erstmal so. Talente auf jeden Fall. Äthertechniken. Physische Abwehr weiß ich jetzt nicht. Schwächungen. Ist vielleicht gar nicht so scheiße. Kritrate ist Schmutz für sie. Reduziert erlittenen Schaden. Das wäre interessant eigentlich. Hey, 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 hey. Was hast du? Warum hast du 2 Talente weniger? Warum? Physische Abwehr ignoriert. Ja, das ist doch genau das, was ich brauche. Auto-Crit-Dinger. Ja, ne, ist gut so. Heilungstechniken und Äthertechniken. Naja. Also, Heilungstechniken. Ich habe keine Heilung mit ihr. Abwehr. Crit-Rate. Ja, den Überlebensinstinkt wäre eigentlich nice. Oder die Crit, ja, komm. Keine Ahnung. Was ist das denn? Physische Abwehr weg ignoriert. Von wo kommt das denn? Von Taumaturg. Okay, da müsste man bei ihr, bei Juli, mal diesen Taumaturg holen. Oder hat sie Äthertechniken? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Das sind Ätherangriffe. Ach so, ja, dann ist alles gut. Breitseite, die muss geändert werden auf jeden Fall. Sondereffekt schwanken, das ist natürlich auch geil. Okay, wait. Kann man die irgendwie entfernen? Ah, hier. So. Wer hat den niedrigsten? Hier, 4. Äther geht runter. Ätherabwehr. Das ist ja schon geil. Dann haben wir dunkles Banner, brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Heftige Hiebe, Abwehr negieren. 8 und 300 ist schon geil. Autoangriff braucht aber 9 Aufladungen. Gibt aber Schwanken als Bonus. Was ist das hier? Boah, ist auch stark, ne? 7 und 325. Hohe Crit-Rate und Ausweichen. Das ist schon auch nice. Technik-Zusatzangriff.
Könnte man machen. Aber ich glaube, ich würde trotzdem auf den Schwanken gehen. Weil Schwanken ist halt geil. So, die sind auch schon richtig. Hier ist auch nichts, was ich haben will, glaube ich. Trefferrate. Tilg die Wut. Ne, lass das mal. Ne, ich bleib lieber auf dem Damage. Frontangriffe, Rückenangriffe und Abwehr negieren. Talente hast du drin. Crit-Rate. Eigentlich müsstest du irgendwas mit Äther noch bekommen, aber du hast leider nichts. Du hast leider nichts mit Äther. Was hast du? Damage, Crit und Anschluss. Das ist gut. Das macht den absoluten Schaden. Ausrüstung, Frontangriffe. Ja. Angriffskraft generell und Außenbereiche. Ja, kann man machen. Frontangriffe. 30% der physischen Abwehr wird ignoriert. Ja, auf jeden Fall. Unschuldskette. Kein Block. Oder Ausweichen bei Anschlusstechnik nötig. Oh, cool. 35% mehr Schaden, wenn KP unter 30. Frontangriffe 25% mehr Damage. Ist eigentlich nicht schlecht. Ätherabwehr wird ignoriert. Ach so, ja. Haben wir nicht hier Ätherabwehr? Ach, das ist physische Abwehr. Ja, dann musst du das leider tauschen. Gegen die Düsterbrosche. Was haben wir denn noch so hier? Tagtrefferrate, Damage an Maschinen. Ich hätte gern sowas wie, hast du Crit-Rate irgendwie? Ne, du hast keine Crit-Rate. 15% Punkte. Wow. Ist eigentlich geil. Hier sowas hier. 35% mehr Schaden, wenn Damage, wenn KP bei 90% liegen. Aber ich glaube, ich werde sehr schnell gefokust. Wegen, oh, hier Rückangriff-Damage gibt's auch. Ich hätte gern sowas wie, was Mio mal hatte, oder was, zieh nicht was? Außenbereich Schaden 42%, ja, ist auch geil. Ich lasse es mal so, ich bleib mal so bei dem Ausrüstungsgedöns. Okay. So, und wir können wieder mit Juni spielen, ja. Es war ein bisschen mehr Ausrüstung wieder in dieser Folge drin. Aber das gehört halt dazu. Und ich muss die halt... Ich muss auch die alten Klassen von damals muss ich halt immer wieder anpassen, weil wir damals noch nicht zum Beispiel 3 Ausrüstungsslots und Juwelen hatten. Deswegen muss ich das immer wieder anpassen. Auch wenn ein Char die Klasse zum ersten Mal hat, muss ich die halt auch anpassen immer. Weil da noch nichts drin war. Keine Ausrüstung, keine Juwelen, keine Techniken. Muss ich immer wieder kontrollieren alles. So. Ach, wir hätten hier hinreisen können. Da ist ja der Typ. Wir haben ja den Ding besiegt. Oh lol, die haben die zerstört? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hä? Die wurde durchgeschnitten. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Hä? Together now. Ach so, jetzt. Ah, aber das ist dann. Das ist dann. Das wurde aber nicht gezeigt, oder? Das wurde doch nicht gezeigt, dass die das durchgeschnitten haben. Weil da oben ist das durchgeschnitten. Und die haben das wahrscheinlich gemacht für die 4 Leute, damit die nicht mehr kämpfen müssen die ganze Zeit. Kolonie 5 Verrunners, ja. Lol, ich hab schon. Da waren 5000 Items drin, glaube ich, gerade. Ja, da waren einfach 5000 Items drin. Ja. Gourmet-Steak. Ja, moin. Danke. Alter, wie viele? Alter! What the fuck? Ja, das war,
das war Kolonie 5. Tja. War's dann wohl mit Kolonie 5. Schade. Naja. Keine neue Kolonie. Ist irgendwie gut, aber irgendwie auch schade. Aber cool, dass es wieder irgendwas mit einer Kolonie gab, was wir vorher noch nicht kannten. Weil wir hatten ja schon so viele Kolonien befreit und Pi und Pa und Po. Und hier ist halt ist so passiert, dass die Kolonie einfach tot ist. Und trotzdem noch einen Mobius-Kampf gab. Aber das ist halt nice. Das ist gut ausgedacht. Das ist Abwechslung einfach auch. Das ist so nice. Ja, in der nächsten Folge, ich habe keine Ahnung, was wir machen. Wir haben noch einige. Alter, wir haben so viele. Alter, wir haben so viele. Das ist unfassbar einfach. Ich würde jetzt die lowste Mission machen. Level 40. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.